Hallo meine lieben Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es nicht direkt um meine Modelleisenbahn, sondern um eine Periode jetzt, die paar letzten Wochen, die hier bei mir auf der Eisenbahn hier vor meiner Haustür los war. Der Hintergrund davon war eine Baustelle in Schifflingen. Ist an sich zwei Dörfer weiter oder ein Dorf weiter, eine Stadt weiter, Dorf, Stadt, wie auch immer. Da war eine Baustelle auf der Hauptstrecke und die Güterzüge, die Stahlzüge, die dort verkehren, mussten eine kleine Umleitung machen, und zwar in Form einer Spitzkehre. Das war recht interessant und ich habe einfach mal zwischendurch einmal Zeit gefunden, war hier in den Nachbardorf in Keil an den Bahnhof und habe dort einen dieser Züge gefilmt und habe diesen Zug auch versucht im Modell nachzubilden, nur die Lok passt nicht. Das seht ihr dann alles nach dem Intro. Hier seht ihr gelb eingezeichnet das Gleisdreieck von Nürzingen-Schifflingen und in diesem Gleisdreieck gab es zu dieser Zeit jetzt die letzten paar Wochen eine Baustelle und die habe ich euch jetzt hier eingezeichnet. Oben rot das Kreuz, dieses Teil der Hauptstrecke war gesperrt. Somit mussten die Züge um das Gleisdreieck herum, hier seht ihr in den roten Pfeilen, jeweils eine da von links kommend runterfahren oder von rechts kommend, egal. Hier seht ihr dann den Streckenverlauf, einmal runter bis nach Keil und Tätingen, auf Luxemburgisch Kehl an Tätingen. Genau, im Bahnhof Keil habe ich folgenden Zug dann gefilmt und in Tätingen, Tétange oder Tätingen, wie auch immer, wurde dann Spitzkehre gemacht. Von der Hauptstrecke runter und ist hier auf den Fotos jetzt im Bahnhof Tätingen zu sehen. Das war natürlich ein anderer Zug, aber immer diese Voslo DE18 davor. Hier in diesem Bahnhof wurde die Lok umgesetzt, die wieder vorne an den Zug gehängt und fuhr dann wieder raus. Das, was ihr da jetzt gesehen habt, das war einer dieser Züge und euch ist aufgefallen, die Scheinwerfer haben so geblinkt. Das lag nicht daran, dass die geblinkt haben in Rech, das liegt an der Frequenz der LED-Leuchten. Der Lokführer hatte das Fernlicht eingeschaltet und das ist LED und das ist dann dieses LED-Frequenz-Blinken auf der Kamera.
Der Lokführer war sehr freundlich, hat extra für mich da Vollgas gegeben und hat mir gewinkt unterwegs und war sehr nett, hat mich auch vor Abfahrt im Bahnhof, der war auf Sichtweite sozusagen, hat einmal kurz Signalhorn gegeben, dass ich Bescheid wusste, wann er losfährt, wann ich die Kamera starten kann. Wenn dieser Lokführer mir zusieht hier, vielen Dank dafür, sehr nett. Ja, die Fotos sind auch nicht die beste Qualität, das ist, wenn man mit dem Handy Fotos macht und dann auf Maximum ranzoomt. Sorry dafür, ich bin halt nur Amateur. Ja, genau. Aber den hier gezeigten Zug jetzt habe ich versucht dann im Modell nachzubilden. Leider gibt es die DE18 noch nicht als H0 Modell. Ich hoffe irgendwann mal ein Hersteller, der sich daran traut. Ich hoffe da auf Pico. Die haben ja mit den Voslos relativ viele Modelle schon auf den Markt gebracht. Mittlerweile auch ESU und Mehano mit der GE1000 und ja, die G1206 gibt es ja von Pico, ebenfalls von Mehano, und ich denke, ich hoffe, dass irgendwann sich ein Hersteller erbarmt und die DE18 herstellt. Es gibt ja auch die G6 mittlerweile schon und ja, von daher habe ich dann als Kompromiss die G1206 der CFL, die rote, benutzt für den Zug. Aber die Wagenzusammenstellung stimmt zu 90%, würde ich mal so sagen. Ja, schaut es euch an. So Leute, das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was haltet ihr von der Nachbildung von diesem Zug? Abgesehen davon, dass die Lok, ja, dass das ein Kompromiss ist, da es eben nicht anders geht. Aber ich mag diese Stahlzüge sehr, vor allem mit Diesellok bespannen und ja. Und auch diese kleine Geschichte mit dieser Umleitung, mit den Spitzkehren, die hier gemacht wurden von diesen Stahlzügen. Ja. Das war schon recht interessant und war für unsere Verhältnisse auf dieser Strecke recht viel Betrieb. Es war so viel Betrieb, dass sogar der Personenverkehr während dieser Zeit eingestellt wurde. Und ja, genau. Ich würde sagen, das war es dann für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.